meine Jacke, die ich mir gestern gekauft habe. Nimmst du einfach weg. André, das ist meine Jacke. Wo ist das Bild, was Joey gemalt hat? André, jetzt beruhig dich doch mal. Hey, das ist meine Jacke. Hast du auch einfach weggekauft? Hey! Das wächst mir gerade einfach alles über den Kopf. Abends strippen, tagsüber noch Stunden als Personal Trainer. Und am meisten fertig macht mich, dass Mandy mit meinem Sohn einfach in den Urlaub gefahren ist. Und mir die Hände gebunden sind. Ich vermisse Joey einfach so sehr und hoffe, dass sie mich ihn sehen lässt, wenn sie wieder zurück sind. Interessant. Es ist eine interessante Interpretation eines weiblichen primären Schießorgans, die du einmal hast. Aber warum? Was laberst du für eine Scheiße, Mann? Die Zeichnung ist von meinem Sohn. Ah ja, kann ich gar nicht. Ich dachte, du kannst einfach nicht malen. Also, ja, genau. Ich jetzt einfach mich nur gefragt, warum. Okay. Kümmere dich einfach um deinen Kram. Schön, Stichwort. Du wirst überrascht sein. Mein Kram ist unter anderem dieses Etablissement, was daran besteht, dass Leute für mich arbeiten. Dienstleistung nachher. Jetzt wirst du wieder überrascht sein. Weißt du, wer für mich arbeitet? Ah, so ein Zufall. Richtig, du. Und zwar hätte ich heute gerne, dass du trainerisch dich um Tara und die andere Sandra kümmerst. Die tanzen gerade nicht so viel. Ich möchte nicht, dass sie aus wie eine Hüpfe. Ja, so gerade vor, klar. Gute Laune. Na, siehst du, geht noch. Hey, Tara. Bist du schon fertig? Der Workshop geht gleich los. Was? Hast du gesagt? Was denn? Training. Ja. Ja, das Training. Stimmt. Weißt du, André, normalerweise bist du ja meine Nummer 1, aber an Mike kommt einfach keiner ran. Guck dir mal diesen Arsch an. Ja, ich geh mal rein, weil sonst vergesse ich mich vielleicht, ne? Ja. Was ist los, André? Guckst gerade so ein bisschen, als ob du Herzen im Auge bekommst. Nee, ja, wie so ein Verkehrsunfall, weil ich weiß nicht, irgendwas mit den Proportionen. Ja, das stimmt dann. Ich glaube, die gefällt dir doch, was du siehst. Gibst du, steht zu deinem Gefühl. Genau. Wir können aber auch ein kleines Duell machen, was. Und wer hier die besten Proportionen hat, ha? Was sagst du dazu? Komm, mach dich nicht lächerlich. Mike hat den geilsten Arsch, der ist vielleicht ein Arsch. Also ich habe immer noch den geilsten Körper hier. Punkt. Willst du dich so fertig machen müssen? Oh, was ist da los? Kann es sein, dass du schwitzt oder mit Wasser schauen? Ach, minimal, ne? Scheinbar ist das auch Talente. Hast du halt richtig gemacht. Fick gut, dann schön, kleid Lob, auch muss man ja, also wie man so einen Buddy stehlt, das weiß ich. Ja, genau. Also ich würde mich an deiner Stelle schon mal festhalten, weil André hat besonders gute Laune, ne? Mhm. Ja, obwohl, lag es vielleicht doch daran, dass du ein bisschen sauer auf mich warst, weil ich vorhin meinte, dass Mike den geileren Arsch hat? Wer? Mike, du weißt, wen ich meine. Wunderschöne blaue Augen, dicke Muskeln. Nee, hat noch nicht Klick gemacht. Den geilsten Arsch, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Keine Ahnung, von wem du sprichst. Du meinst aber nicht den Mike. Aus LA 14, der totale große Oberarme hat und so. Ja, und ey, dieser Arsch hast du schon mal gesehen, der hat sich von mir ausgezogen und ich hätte ja am liebsten reingebissen. Alter, der ist aber mega heiß, ne? Da würde ich mich am liebsten reinlegen. Du, der müsste ich noch mal mehr machen. Weißt du, was dir gerade passiert? Erklärung und Situation. Knacker schon mal. Das ist eine neue Geschäftsidee. Vielleicht denke ich über nach, einfach männliche Gurken einzustellen. Oh, Piet, bitte wirklich. Wir machen alles, was du willst dann. Das war die gute Idee. Ja. Entschuldigung, ich muss die Diskussion kurz unterbrechen. Ich verstehe das nicht ganz, dieser Hype um Mike, keine Ahnung, und der soll besser aussehen als ich. Knackarsch. André, das hat doch überhaupt gar niemand behauptet, oder? Es ist schon okay, ich habe das verstanden. Wenn du jetzt leiden möchtest, dann kein Problem. Schwärm ruhig weiter von Mike. Das wäre mir ganz wichtig. Kannst du da hinkriegen, dass sie so ein bisschen aussieht wie sie, nicht wie eine Fleischfahrverkäufer? Ja, wir arbeiten mal, damit wird Licht wie anders. Geht's noch, oder was? Naja, was hier? Ja, was soll ich denn das jetzt? Ja? Jetzt hier so ihn auf gut tun und jetzt redest du hier so. Wo ist meine Jacke? Piet? Was denn? Meine braune Jacke hier? Ich weiß nicht, wo deine Jacke ist. Sorry, ich hab hier zu tun. Also. Ja, die muss ja jemand weggeräumt haben. Bin ich gerade in der Garderobe tätig? Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du sie woanders hingelegt. Ich hab die keine Jacke. Nee, ich hab die hier liegen gelassen. Aber liegt sie ja nicht mehr. Was denn? Bist du unkonzentriert vielleicht? Knackarsch, Mike. Hat jetzt irgendein Arsch einfach geklaut oder was? Das kann doch nicht. Wer macht denn so einen Scheiß, bitte? Piet, ist nicht lustig. Hast du ich hab deine Jacke nicht. Schau mal, was hebt mich an deine Jacke an? Warum soll ich das? Also Scheiße, Mann. Um die Jacke geht's mir gar nicht mal unbedingt. Aber da war die Zeichnung von Joey drin. Und die ist mehr wert als alle Jacken auf der Welt zusammen. Das ist das Einzige, was ich im Moment noch von ihm hab. André? Kann ich euch noch was bringen? Jetzt gibst du. Was? Du empfindest was für mich. Ich würde einen Milchkaffee nehmen. Okay. Du hast vorhin schon so komisch geguckt in Bodywear, ne?
wenn du ein Date mit mir haben willst, dann stell dich hinten an wir anderen. Ich sag's dir nochmal. Ist nicht lustig. Ich find's schon lustig. Ja. Also, was ich nicht lustig finde, dass Mini wegen dir weg ist. Drecksbetrüger, du. Emmy, könnte ich deinen Schlüssel haben fürs Loft? Okay, warum? Meine Jacke wurde geklaut und da war der Schlüssel drin. Ach so, ja, hol ich dir. Danke. Hast du Halsschmerzen? Nee, aber du hast anscheinend... Wo guckst du die ganze Zeit hin? Sorry, aber ich finde ihn so heiß. Schatz, du bist verlobt. Ja, ich weiß. Was guckst denn du da so? Emmy, kommst du kurz alleine klar? Ja. Ich muss nur halt ganz schnell was besorgen. Ach, ich brauche aber nachher wieder. Das ja, klar. Rein. Ich bring dir den wieder, ja. Okay, danke. Ernst, Alter? Willst du mich jetzt schon ausziehen, oder was? Das ist meine Jacke, gib die her. André, das ist von meine Beiner. Jacke, die ich mir gestern gekauft habe. Nimmst du einfach weg. Hey, André, das ist meine Jacke. Das Bild, was Joey gemalt hat. Ja, André, jetzt beruhig dich doch mal. Hey, das ist meine Jacke. Hast du auch einfach weg? Hey! Mann, gib doch einfach her, Mann. Alter, mal André, hast du einen Arsch offen? Geschieht dir recht? Was klaust du einfach meine Jacke? Was geschieht mir recht? Überleg mal, was du gerade machst hier. Keine Ahnung, warum Mike das nötig hat, mir meine Jacke zu klauen. Das geht gar nicht. Aber... Am schlimmsten ist es, dass das Bild von Joey weg ist. André! Warte doch mal! Worauf? Kannst du mir mal erklären, was das gerade im L.A. war? Ich habe mir meine Jacke zurückgeholt. Du hast eher Mike die Nase blutig gehauen? Weil er mir meine Jacke weggenommen hat, geklaut hat. Du weißt, dass das Schwachsinn ist. Komm, wir kennen... Er soll froh sein, dass ich ihn nicht angezeigt habe, ja? Das ist Diebstahl. Mike würde so eine Scheiße doch niemals machen. Ja, offensichtlich schon. Oder meinst du, es war Zufall, dass er plötzlich meine Jacke anhat? Ich glaube, du hast einfach scheiß Laune wegen Mandy und Joey. Kann das hinkommen? Nee, kann nicht sein. Ach so, natürlich nicht, ne? Hi, Kretze. Was gibt's? Scheiße. Ja, okay. Ja, hol ich mir noch ab. Danke dir, ciao. Was holst du dir ab? Meine Jacke. Ach, na sieh mal einer an, da ist deine Jacke also. Würdest du die Mike zurückbringen ins L.A., dann kommst du heute noch mal vorbei, oder? Nö, ich hab Feierabend, von daher, die Blöße kannst du dir schön selber geben, oder? Viel Erfolg, ihm das zu erklären. Oh Mann, ey, wo soll ich denn wissen, dass Kretze einfach meine Jacke wegräumt im Bodyburn? Und dass Mike genau die gleiche hat? Jetzt habe ich ihm auch noch eine blutige Nase verpasst, was natürlich keine Absicht war. Mal schauen, wie ich die Nase jetzt wieder gerade biege. Scheiße. Mike wird mich für die Aktion vorhin jetzt wahrscheinlich mega auflaufen lassen. Aber da muss ich jetzt wohl durch. Hey. Ja, da gab's wohl irgendeine Verwechslung mit unseren Jacken. Hast du vielleicht mitbekommen? Ja. Ja, mitbekommen. Genau, wir haben wohl den gleichen guten Geschmack. Ja. Was? Sorry, wegen. Naja. Ja, hätte nicht sein müssen. Das. Das haben wir nicht gebrochen oder so, oder? Also, sieht echt böse aus. Wie wäre es, wenn wir einen zusammen trinken, ein Bierchen oder sowas, um drüber zu quatschen und drüber zu lachen? Ja, na klar. War ja eigentlich schon eine witzige Sache, also insgesamt, wenn man darüber nachdenkt. Fast. Ja, bin anscheinend heute einfach nur mit dem falschen Fuß aufgestanden und naja. Mhm. Lustig. Okay, soll ich euch dann zwei Bier geben? Oder? Ja. Toni, okay. Toni. Warte mal ganz kurz. Bevor wir jetzt gleich so lustig lachen und anstoßen, hast du schon mal da oben hingeschaut? Wo? Alter! Ey! Boah! Oh, verdammt! Ah, die Nase sieht ja doof aus. Wofür war das denn? Also ich hoffe, die ist nicht gebrochen. Wollen wir nicht mal einen trinken gehen? Und so. Nicht miteinander quatschen, war doch eigentlich lustig, musst du sagen, oder? Ich glaube, ihr braucht was Härteres als Bier. Zwei kurze bitte. Ja. Ja, nur die Harten kommen in den Garten, ne? Ja. So sagst du. Ihr seid die ganz Harten.
Ja, weil es so lustig war. Und auf den guten Geschmack. Ja, auf den guten Geschmack. Mhm. Ne? Ja, ich sag mal so, so ist aus diesem kleinen, ich sag mal, Fauxpas-Missverständnis sind doch noch ein ganz lustiger Abend geworden. Das Einzige, was jetzt komisch ist, dass wir halt so Tamponträger sind. Bitteschön. <Danke. lacht> Naja, aber also ich meine, sonst sehen eure Jacken schon echt cool aus. Ja, ne? Ja, ja, die Farbe ist auch nice, oder? Ja, ja, also ich war vorhin auf dem Pott und das, was da rauskam, sah genauso aus. Ey, hör mal, also willst du auch einen Tampon am Anfang? Nee, aber wirklich. Jungs, die kommen. Hast vielleicht zwei, ja. Aber ihr seht schon irgendwie aus wie die Brüder jetzt, ne? Also so, ja, die Haarfarbe ist ein bisschen anders, ne? Aber schon ein bisschen creepy. Zwei Mikes. Das sind zwei Seiten. Beide sportlich, ne? Gut gebaut. Ja. Modischer, modischer Stil, ja. Bei den Mädels kommt's gut an. Oh ja, oder? Auf jeden Fall. Das ist ne? Ja, ne? Nee, der nächste im Karnevalsverein. Hallo! Jungs! Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das ist ja mal geil! Hi. Der Laden an der Ecke, oder? Der Laden. Warte, da ist ja der Knaller. Jungs, da haben wir ja alle drei denselben guten Geschmack. Warum sieht jetzt hier aus? Lass uns mal noch ein bisschen feiern ihn oder so. Können wir ein paar Mädels aufreißen? Können wir uns die drei Braunbären nennen? Schön. Ich weiß, wer sich morgen eine neue Jacke kauft. Ich habe die einzige Düngengeschmack hier. So, ich nehme bitte ein Bier. Ja, das kriegst du doch. Ja. Naja, Jacke hin oder her. Ein Gutes hat das Ganze ja. Ich habe Mike besser kennengelernt und muss sagen, der Typ ist gar nicht so übel. Da habe ich mich echt in ihm getäuscht. Moment mal. Wo zur Hölle ist Amelie? Die kann doch nicht einfach abhauen. Ich hoffe, ihr geht's gut. Ich will nicht, dass jemand weiß, dass ich schwul bin. Oder erstmal nicht. Ich werde dir gleich ein anderes Händchen zeigen. Mit dir, Alter! Mann, du Vollpfosten! Aua! Auf dem PC ist ein Problem aufgetreten. Brauchst du das jetzt? Also, sie hält ein Referat! Ich würde dir jetzt einfach mal meinen alten Laptop dafür überlassen. Oh, Mann!